Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Xenoblade Chronicles X, Part Nummer 2. Ich bin es heute, MC Muffix, und wir sind hier auf diesem wunderschönen Planeten. Und beim letzten Mal ist unser cooles Spaceship hier abgestürzt mit den restlichen Überlebenden hier vom guten alten Planeten Erde. Deswegen sind wir auf diesen Planeten gekommen, um hier etwas Neues aufzubauen. Einige Monate sind vergangen, seitdem dieses schöne Ereignis geschehen ist, und nun sind hier, unser cooler Protagonist, Maxi, das ist einfach ein ultrasympathischer Mensch, ist ja beim letzten Mal aus seinem Kälteschlaf aufgetaucht. Und nachdem das hier geschehen ist, coole Attacke, auch wenn sie eine Crack getroffen hat, egal. Zack. Und nachdem hier der liebe nette Maxi aufgeweckt wurde von der Elma, sind wir jetzt hier unterwegs und wollen in die nächste Stadt und müssen arbeiten gehen. Oh, das ist gar keine gute Idee. So, ich will gegen einen von diesen größten Trümmern kämpfen. Komm. Zack. Vorbei. Nicht so gut. Egal. Machen wir hier den mal. Bam. So. Warum piept es? Warum piepst du, Spiel? Okay. Perfekt. So macht man das. Okay. So. Oh, Leute, Mann. Ist schon cool. Zack. Also ganz ehrlich, die Effekte, die sahen schon im Xenoblade Chronicles 1 immer nett aus, aber die sehen jetzt hier noch um einiges cooler aus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich Fähigkeiten und so im Allgemeinen zumindest schneller aufladen. Aber natürlich wird da noch um einiges mehr drankommen. Ich denke, wir werden natürlich hier wieder zu dritt spielen können. Wäre natürlich cool, wenn wir auch noch zu mehr spielen könnten, aber ja, man muss ja nicht immer gleich übertreiben. So, schnell klingeln dann. Bam! Der Move ist awesome. So. So, und dann machen wir den noch hier schnell platt. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich dann noch auf Zudisch spielen und dann natürlich wird hier noch einiges mehr dazu kommen. Bam! So. Machen wir die hier einfach mal platt, oder? Würde ich schon sagen. Welches Level sind wir schon? Mindestens Level 30, oder? Warte, Level 3 und sie ist Level 5. Ich würde sagen, wir leveln jetzt, weil das ist eigentlich voll die gute Idee, wenn wir jetzt hier am Anfang schon schön grinden, weil wahrscheinlich wird dann irgendwie kommen, ach Elma, da ist sie schon wieder weg, weil da irgendwas ganz Wichtiges auf uns wartet. Das ist wieder so eine Versorgungskapsel. Nehmen wir uns da auch mal. Zack. So, das habe ich aber immer noch nicht so ganz kapiert. Wir untersuchen und dann sind 100% und dann ist es erfolgreich. Naja, wird schon so seinen Sinn haben. So, alle hopp. Da stellt sich mir natürlich die schöne Frage, die sich mir in jedem Rollenspiel eigentlich immer am Anfang stellt. Wo hängt denn so das maximale Level? Denn der maximale Level, da kann man immer so absehen, so ungefähr, auf was man am Ende anpeilt, welches Level man so sein muss. Das ist immer ein sehr entscheidender Punkt. Das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Ich weiß noch. Was ist immer noch das coolste Grindspiel von allen? Halbdunkelsteige. Das coolste Grindspiel von allen auf der ganzen Welt ist immer, das sind immer noch die Disgaea-Spiele, wenn man in denen einfach jeden Charakter, und man kann ja 5 Millionen Charaktere immer haben, kann man einfach ganz entspannt dann immer auf Level 9999 leveln. Dauert eine Weile, aber wieso nicht? So. So. Also ihr seht, das sind jetzt hier Gegner mit so einem roten Symbol und das bedeutet nicht, dass sie stärker sind, sondern, oder? Ich habe eher das Gefühl, das heißt, dass sie uns angreifen, oder? Aber die greifen uns gar nicht an. Doch. Ach, okay. Hatte ich doch recht hier. So. Waffe rausnehmen und starten. Also, Gegner hier mit dem roten Symbol, sieht man ja schon ziemlich deutlich, greifen uns an, wenn wir in ihr Sichtfeld gehen. So, da ist noch ein gelbes Symbol. Ich werfe mal hinter mich schon, was das Cooles ist. Ach so, das ist unser Zielort, wo wir als nächstes hingehen müssen. Ach, Leute, wir kämpfen jetzt hier schon eigentlich knapp eine halbe Stunde. Ach, jetzt was mache ich da? Na, egal. Komm, zack, mein Blatt. So. Okay, die ist auch besiegt. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier mit ein bisschen storymäßig weiter und sehen uns an, was das nächste hier auf uns wartet. Rain starting to let up, just in time for sunrise. Follow me. I promise you're gonna love this.
wild, huh? They're all indigenous, as far as we can tell. We need to learn to play nice with these guys if we're going to try and coexist together. We call this planet Mira. You won't find it on any star chart. But it's our new home. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigens down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking. That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Tipp von Elmer, sprinten, wenn du vor Sonnenuntergang wenn wir vor Sonnenuntergang ankommen wollen, sollten wir uns ranhalten. Sprinten ist super, wenn du es mal eilig hast oder dich aus einer haarigen Situation zurückziehen musst. L, um den Sprintmodus zu aktivieren und RB, um den Autosprint. Okay, warte mal, Autosprint. So, hup, Entschuldigung, wollte ich schon mal nicht, okay, so ist es leichter, weil das mit dem Autosprint kapiert nicht so ganz. Egal. So, wir wollen hier wirklich mal diese fantastische... Boah, Leute, also... Gänsehaut wirklich. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe hier wirklich gerade eine Gänsehaut bekommen. Wir nehmen wir erstmal hier den oberen Weg. Theoretisch könnte man sogar beide begehen. Aber ich will lieber hier oben sehen, weil unten wird uns halt Strand erwarten. Okay, Strand halt. Aber hier oben bin ich gespannt, was wir hier so sehen werden. Also wir haben hier eine gigantische Welt wirklich gesehen und ich denke mal, das, ja, wird hier noch so das Kleinste sein, was uns hier noch erwartet in dem Spiel. Da wird wahrscheinlich noch einiges Großes, Fantastisches auf uns warten. Elmer, stell dich nicht immer so hin, dass du immer hinter mir stehst. Ich bin nicht dein Schutzschild hier. Sie macht schon wieder. aber wirklich, ey, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe hier wirklich gerade eine kleine Gänsehaut bekommen. Erinnert mich ein wenig an die erste Cutscene von Final Fantasy 13, wo auch hier diese Wölfe, wie sie halt auch immer heißen mögen, auch so rumgesprintet sind. Das sah auch hier wirklich genauso grandios aus. Also wirklich mit dieser fantastischen Welt, mit diesen unglaublich riesigen Klippen hier. Die mich ein bisschen hier, wenn ihr euch noch erinnert, an das Bein des Biones erinnern. So. So, ihr seht, das fällt mir jetzt auch erst gerade auf, was echt ganz cool ist. Oh, jetzt ist er schon down. Süßes Schweinchen. Dass wir nämlich sehen, da unten, was ich echt nett finde, dass wir sehen, von welcher Seite wir angreifen. Ihr kennt es ja sicher noch, wir hatten ja immer den, diese ganzen Hieb-Attacken, den Seitenhieb und den Rückschlag und was auch immer. Boah, Leute. Wie geil. Wie geil. Schau dich mal an, das ist ein Monster. Das ist ein Monster. Gigantisch, Mann. Gigantisch. Also sowas... Oh, Entschuldigung. Zeit erstellen. Wollte ich nicht. Egal, jetzt haben wir mal kurz die Zeit angestellt. Okay. Gibt's ja noch was Schönes, was wir erkunden können? Blade. Was denn, Kämpfer, ist keine Panik. Halte dich nach Osten. Okay, damit kann man wieder hochkommen. So. Also wir könnten es riskieren und nach unten gehen, aber Leute, man, ja. Wir wollen es gleich mal nicht zum Anfang des Spiels übertreiben, oder? Ich würde sagen, wir sind langweilig und bleiben jetzt erstmal hier oben, Mann. So. Wir müssen uns auch mal hier umschauen.
Und wir wollen ja hier möglichst viele Gegner mitnehmen. Ich habe mir für Xenoblade Chronicles X vorgenommen, dass wir so viele Gegner wie möglich mitnehmen, dass wir dann nicht irgendwie 10 Minuten vom Ende des Spiels dastehen und dann noch 100 Millionen Gegner besiegen müssen. So. Und deswegen machen wir alles platt, was sich hier bewegt. So. Komm, komm. Kann ich schießen? Jetzt komm, jetzt soll es langsam klappen. Schön aus der Entfernung. So, nehmen wir gleich beide mit. Oder kann ich? So, okay. Bam, bei der anderen ist ja schon Level 3. Oh, der ist ja fast schon ultimativ stark. So, was haben wir hier? Die Weißglut. Ah, also die Wut sinkt. Okay. Sinkt die Wut und erzeugt Zielzwang. Oh, das ist eigentlich... Ach so, okay, das heißt, dass er dann die ganze Zeit nur auf mich geht. Das ist eigentlich ganz nett, wenn beispielsweise Elmer hier wenig Leben hätte, könnte man dann den auf uns lenken. So. Bam! Warum kommt da immer so eine coole Slow-Mo? Besonders wenn ich verfehle. So. Zack! Zack! So, Streithals, ja, das sind wir. So. Schauen wir mal ganz kurz. Es gibt so viel Optionen. Team. Online, Team, Ausrüstung. Okay, die Menüs sind nicht so ganz schön. So. Aber, das ist wahrscheinlich auch nur, weil ich am Anfang noch nicht so dran gewöhnt bin. So. Nehmen wir einfach mal. So. Stabilität. Wo habe ich denn hier sowas Blödes wie Angriff oder sowas Unwichtiges? So. Ach so, hier, Angriff 12. Also ich habe Angriff 16, Angriff 14, Angriff 14. Das heißt, die sind doch alle scheiße. So. Okay, also wir haben immer schon mal ein bisschen das Gewehr. So. Oh, schon mal den ersten sexy Helm hier. So, Prototyp Panzerweste. Niemand die, oder? Einfach, weil sie cool aussieht. Nein, sorry. Prototyp Ärmel, da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Und bei der Hose haben wir auch nichts. Ach, das ist schade, ich hätte gerne eine neue Hose. So. Elmer. Okay, du hast wahrscheinlich eh super überpowerte Waffen, oder? Dachte ich mir fast, Mädel. Dachte ich mir doch fast. So. Kriegst du auch noch irgendwas Cooles? So, passt. Wir wollen ja nicht zu weit hier reinschauen, aber ich dachte mal, vielleicht schauen wir mal ganz kurz in die Ausrüstung. Darf ich spawnen? Oh, jetzt haben wir einen sexy Helm, Mann. So, mit dem Helm machen wir das platt hier. Oh, schade. Also, das ist ein geiles Design von dem Monster. Seht ihr das? So, ach, das fällt mir jetzt auch auf hier. Der Wurfhammer, wir können das gleichzeitig mit den Klingen machen, aber auch gleichzeitig mit der Feuerwaffe, wenn ich das hier richtig sehe. Bam! Das hat gesessen. So. Na, Kampf. So, jetzt seht ihr auch das, was ich gemeint habe. Wir sehen hier, von wo aus wir angreifen. Also hier, diese kleine rote Anzeige. Das ist echt cool. Das ist wirklich praktisch. Wie gesagt, wenn wir dann mal so solche Attacken bekommen, wo wir dann auch wieder das Problem haben, dass wir halt von einem bestimmten Punkt angreifen müssen. Hey, ich sehe doch eindeutig, dass seine Schwäche eigentlich von vorne ist, oder? So, ja, genau so ist es. Zack. Okay. Müssen wir eigentlich auch mehr darauf achten, dass wir zum Beispiel diese Schweinchen immer dann schön von vorne angreifen. So. Ein Level 4 Gegner. Boah, aber Level 4 Gegner sehen selbst so OP aus. So, wir holen uns erstmal kurz diesen Bleach-Suit hier. Waffe wechseln und hier, komm, schön von der Seite. Komm, von vorne. So, mach. Elmer regelt es schon. Die managt es schon. So, jetzt schön hier immer auf den Kopf drauf schießen. Und jetzt ist das Ding geplatzt. Und, ach, also das sind die Schwachpunkte im Endeffekt, so wie ich das jetzt hier verstehe. So. Und komm, das war's. So. Und jetzt bin ich gespannt, Leute. Versuchen wir es. Ich würde sagen, ganz kurz, bevor wir irgendwas machen. Uppala. So, darf ich weg? So. Man muss sich immer hier ein bisschen dran gewöhnen, weil ich habe schon das Gefühl, das ist ein wenig überbelegt, wenn wir hier 3000 Anzeigen schon wieder haben. Aber, hey Leute, da muss man sich erst reinfinden. Aber, also nochmal kurz diese geilen Cutscene, die wir hier gesehen haben. War es eine gute Idee, den anzugreifen? Scheint mir schon gar nicht mehr so schlecht gewesen sein. So, locken wir ihn mal auf uns. Dann machen wir hier ein bisschen hier den hier. So. Okay. Boah, Level 4, Mann. Nahkampf haben wir auch keine Chance, denke ich jetzt mal. Wir können es ja mal versuchen, aber... Schau ich an. Oh! Alter!
Okay, der vernichtet uns, der Waldlapix hier. Level 4, theoretisch sollte man ihn ja besiegen können, aber... Theoretisch sollte man so vieles machen können. Emma, ich hoffe, du kannst heilen. So. Oh, komm schon, Elmar, du managst das, oder? Ah, ich hab ihn... Ah, okay. So. Ah, Wechsel. Ich hab zu langsam gewechselt. Okay, komm, komm, komm. Krieg mal dran. Okay, oh, jetzt macht er die Monster-Attacke. Warte mal. Nein. Okay, ich hab leider die falsche Taste gedrückt. Ich hab... So. Oh, kippt er jetzt wieder um? Ey, warte, geh hier auf mich, geh schon auf mich, Mann. Lass Elmar in Ruhe, weil die managed ist. So. Gut. Komm, gleich geht er down. Oh, wie geil. Wir haben es geschafft. Der erste Koloss ist hier schon mal besiegt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir es schaffen. So, das war gut. Okay, ich muss mich nur daran gewöhnen, dass wir mal gescheit springen. Hier werden den Angriffen. So, weil es ist ein bisschen schwer. Wirklich im Kampf so direkt immer auszuweichen durch Springen. Aber egal. So. Whee! Whee! Ah, man schießt auch, während man springt. Okay, ja, es bringt einem ja nichts, weil man trotzdem getroffen wird, aber ist nett. Bam! Boah, was hat der gerade mit einer Rakete auf uns geschossen? Schweinchenrakete, okay. Also, ich wollte wirklich was zu dieser Cutscene sagen, aber es passiert halt hier einfach so viel, das war doof. Warum setze ich die Fähigkeit ein? So, die wollte ich einsetzen. So, in dieser fantastischen Cutscene haben wir jetzt erstmal schon hier den Anfang hier des Gebietes gesehen, was uns hier wahrscheinlich noch eine Weile verfolgen wird, fürs Erste zumindest. Hier haben wir auch, so wie ich das sehe, die Station des Weißen Wales gesehen. Ah, ich bin ein bisschen wenig hier im Leben. Ah, es geht. Gesehen und ja, das wird ja der Ort sein, wo hier hoffentlich zumindest noch relativ viele Menschen sind, sofern sie wohlgemerkt überlebt haben. So, oh, das ist denn schade. Zack. Sehr gut. Bam. Okay, jetzt schön draufschießen. Immer hier schön auf die Wabbelbirne. Hallo. Schau mir an. Komm, komm. So. Ah, schade. So, komm. Hol den wieder raus. Und dann machen wir das platte Schweinchen. So, geht die Sonne gerade unter? Ist das schlimm? Kommen irgendwie in der Nacht schlimmere Viecher raus? Gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Welches Level sind wir denn? Oh, wir sind Level 4, aber gleich sind wir Level 5. Das ist nett. So. Und ich finde es wirklich schön, sowas. Also, ich liebe solche Roundups so auf so Gebiete, so. Das ist das, was noch auf euch zukommen wird. Sowas ist immer awesome in jedem Spiel. So, und was ich auch noch sagen wollte, es erinnert mich hier wirklich sehr an Final Fantasy 15, an die wirklich großartige Demo Episode 2K hier, wo wir ja auch wirklich so diese riesigen, fantastischen Viecher, die man ja in der zweiten Volume dann auch bekämpfen konnte, diese riesigen Viecher, die da im Wasser waren. Und er hat mich sehr erinnert daran. Wirklich sah hammergeil aus und ich finde es immer schön, so solche bombastisch riesigen Gegner, wo man sich denkt, what the hell? Und irgendwann kommt man dann zurück und dann, oh, man kann sie ja sogar besiegen. So, ich finde, das da hinten ist ein riesiges Monster. Es könnte echt sein, warum fliegen da die Inseln? Viel zu viele Fragen, Leute. Viel zu viele Fragen. So, gehen wir lieber erstmal weiter. Ich freue mich immer noch, dass wir den einen Gegner besiegt haben. Das ist jetzt ein Onkel, oder? So. Komm. Ja, Level 1, Mann. Ein Baby-Sweet hier. So, was bist du denn? Schweinchen, oder? Okay. Ich gehe mal auf den hier. So, genau. Dann machen wir hier. Komm, zieh's mal. Bam. Hey, schau mich an. Elmar kümmert sich um den hier. So, und ich mach den hier platt. So, weil der ist ja ein bisschen härter. So. Erstmal hauen wir unsere Resistenz hier mal ein bisschen hoch und dann loslegen. Warum wechselt er die Waffe, wenn er hier diese physische Resistenz macht? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber egal. So. Geschafft hier. Eigentlich müssen wir doch schon mindestens Level 300 sein. Ach, Level 15 mal. So. Okay. Kurz Leben regenerieren. Wollen wir es nochmal versuchen? Level 6! Der wird uns vernichten. Der wird uns sowas von vernichten, ne? Man legt sich nicht auf Level 4 mit einem Level 6 an. Ich sehe schon, das Maximallevel in diesem Spiel wird Level 300 sein. Das sehe ich schon. So. Wollen wir es wagen?
Ach komm, ey, man managt es. Was ist Stick Stick? Ja, der Trick ist doch eigentlich, wir müssen den jetzt erstmal in die Knie zwingen. Schau mich mal an, hallo. Hallo, hallo, hier ist der MC Muffix. Moin, 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 moin. So, hallo, ich habe ihn doch auf mich gelenkt. Okay. So, so macht man das nämlich. Bam. Hallo, ich bin immer noch der MC Muffix. So, hallo, hier bin ich, bin da, ich bin da. So, oh, er vernichtet mich. Er tötet mich mit einem Hieb hier. Das wird nichts werden. Das wird definitiv... Oh, schade, tot. Was ist, wenn Elmer den fertig macht? Okay. Das bauen wir doch lieber neu. Ja, Level 6 ist schon noch ein bisschen zu hart für uns, wenn wir hier zwei Level drunter sind. Aber gar nicht mal so schlecht. Immer haben wir es geschafft, diese einen Bauchplatscher-Attacke auszuweichen. Das wäre schon ein großartiger Erfolg für uns, würde ich mal sagen. Ja, man kann nicht alles haben. So. Zack. Dann hüpfen wir, würde ich sagen, einfach hier ein gewisser ganz entspannt weiter. Wo bin ich denn? Bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Ernsthaft? So, theoretisch könnten wir jetzt eigentlich den unteren Weg nehmen. Einfach, weil wir cool sind, Leute. Bauchladung. Bauchplatscher hier. So, jetzt haben wir den oberen Weg genommen. Jetzt nehmen wir auch mal den unteren Weg. Wieso denn nicht? Komm, wir haben Zeit. Aber es sind jetzt... Oh, jetzt sind hier alle Gegner Level 6, oder? Sehe ich das richtig? Neuer Plan. Definitiv neuer Plan. Wir sterben und dann spawnen wir wieder da oben. Ich würde sagen, das ist ein viel besserer Plan. Küstenvorlex. So, wer den dunklen Turm Episode 1, das Buch 3 gelesen hat am Anfang. Dieterchuk? Diese merkwürdigen Hummerwesen, die ihm da die Beine abbeißen. Ich fühle mich gerade daran erinnert. Das ist keine gute Idee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber egal. Laufen wir einfach mal hier ein bisschen lang. Komm, wir waren oben und bis der Level 6er kam, Gegner kam, haben wir uns auch gut geschlagen. Jetzt kommt hier der nächste Level 6er Gegner. Aber hier gibt es ja Artefakte. So, Röhre. Was bist du für eine Röhre? Ich hoffe, uns wird trotzdem mal gescheit erklärt, was hier in diesen schönen Schätzen so ist, weil im Endeffekt, wir machen sie auf und hoffen auf bessere Zeiten. Boah, Level 7. Naja. Aber das sind halt, die sind ein bisschen schwächer, glaube ich, als dieser Kolossgegner hier. Könnte man schon wagen. Komm, kriegen wir hin, oder? So ein Vorlachs. Ich hab's mir anders überlegt. Komm. Komm schon. Nachladen hier. Hier machen wir auf Elmer. Das Elmer managt das davor. Ey, bitte hier, bitte hier. Lass mal Elmer kurz in Ruhe. Die muss ich kurz erholen und kraft dich dann von hinten an. Ich bin schön weit weg von dir. So, sehr gut. Sehr gut. Kriegen wir down, Mann. Einen Level 6er Gegner will ich mal down kriegen. So. Könnte aber schwer werden. So. Kurz die Standard-Nahkampfattacken weg. Und wieder abhauen. Und jetzt. BAM! Hat der gesessen oder was? So. Komm. Schnell. Ach so, jetzt sehe ich das. Jetzt macht er das mit seiner Klinge. Okay, dann macht sogar Sinn, dass er danach immer die Nahkampfwaffe hat. So, komm, kriegen wir down. Oh, schau dich mal da hinten die Gegner an. Wisst ihr, was ich noch sehr geil finde? Das wird's leider nicht geben, auch hier nicht in Xenoblade. Aber wenn sich hier die okay. Wir werden doch verlieren. Aber wir haben uns gut geschlagen. Das war eine fiese Attacke. Was war denn das? Die hat mich fast hier komplett getötet. So. Nehme ich diese... Oh, ja, Elmer, dann manage das. Heil mich. Ich kann dich nicht heilen. Ja, doch, kann ich. Oh, ich glaube, ich habe mich selbst geheilt. Sorry. Sorry. Komm, jetzt muss ich mal kurz ran. So, der war super. Komm, wir kriegen den Daumen an. Ha, ich habe ja schon fast wieder gut leben. Hey, ist der MC Muffix. Schau mir an. Hier ist das Vöglein. Hier ist das Vöglein. Komm schon. Ah, sehr gut. Okay. Haben wir den Kampf irgendwie geschafft mit hier mehr
Glückers verstanden, aber ihr seht da hinten diese Kolosse, die sich dabei kämpfen. Was ich sagen wollte, was ich sehr geil finde, das wird es natürlich nicht geben und das ist eigentlich auch kein Ding, Mann. So, es gibt auch noch ein paar Rollenspiele, dass sich hier die Gegner gegenseitig angreifen werden. Das ist zwar natürlich ein bisschen zu viel verlangt, man muss ja auch nicht alles haben, was irgendwie cool ist. Aber wäre eine nette Sache, wenn es das hier geben würde. Gibt leider, wie gesagt, nicht. Oh, Level 6er. Ja, obwohl. So, sorry. Warte, wenn ich nur. Ich will den Level 5 angreifen. Den sollte man eigentlich locker besiegen können, oder? Komm, Level 5er. Ey, man managt die Show. Gut. Und das hätte ich ehrlich gesagt ziemlich cool gefunden, aber mein Gott, das ist auch kein Problem, wenn es das nicht gibt. Weil sowas gibt es also eigentlich nur so in Fallout Skyrim und solchen Dingern. Oder auch nur selten. Aber sowas finde ich echt nett und ich finde viel zu wenig Spiele haben sowas, dass sie eine richtig organische Welt erzeugen, wo halt sich die Gegner untereinander angreifen. Natürlich, wie gesagt, man muss sowas nicht haben und das ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt. Aber ich finde sowas immer nett, wenn es sowas gibt. Weil ich meine, besonders hier bei Xenoblade wäre das halt awesome, weil es halt hier so viele riesige Monster jetzt schon zum Anfang gibt, die halt hier wirklich dann gigantische Schlachtfelder hier eigentlich erzeugen würden. Stell dir mal vor, da hinten wird jetzt Destrom, wird jetzt dieses riesige Koloss, was uns hier gerade getötet hat, angreifen. So, wir haben was Neues. Erholung. Kapire-Generation. Ah, Leute! Das höre ich doch gern. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen... Bam! Dann haben wir erstmal den hier raus. So. Gut, Leute. So machen wir das. So, Humi. Vielleicht auch lieber nicht. Level 7 ist mir schon ein bisschen zu hart. So, eigentlich würde ich gerne wieder hochkommen, aber mit hochzukommen müssen wir irgendwo Merkwürdiges hin und ich will nicht irgendwo Merkwürdiges hin. Komm, jetzt haben wir auch genug Gegner mitgenommen. Ich sehe der Part schon vorbei, Leute. Wir sind 20 Meter vorgegangen und haben ansonsten nur gekämpft. Oh, bist du. Was bist du denn? Ich nehme lieber mit, oder mein kleiner Mekon hier. Hat denn hier irgendjemand gesteckt und versucht uns immer noch zu töten? Wer weiß? Vielleicht steckt da ja noch jemand liebes Nettes drin. Gut, aber wer auch immer liebes Nettes drin steckt, ich würde sagen, das erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn nun machen wir einen kleinen Cut und das war Part Nummer 2 von Xenoblade. Wir haben fast es geschafft, uns 10 Meter weit vorher zu bewegen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao!